Am 14. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Klimagerechtigkeit muss die Priorität der nächsten Regierung sein. Darum stellen wir dir heute die Spitzenkandidatinnen vor, damit du weißt, mit wem wir in den Kampf gegen die Klimakrise ziehen. Susanne Eisenmann, von der CDU, 56 Jahre und ohne Landtagsmandat Kultusministerin. Winfried Kretschmann von den Grünen, 72 Jahre und aktuell Ministerpräsident. Und Andreas Storch, 51 Jahre und Fraktionsvorsitzender der SPD. Susanne Eisenmann ist für ihre überaus problematische Bildungspolitik bekannt. In Corona-Zeiten wird ihr vorgeworfen, Schulen und Kitas nur aus Wahlkampfgründen wieder zu öffnen. Darüber hinaus kritisierte sie die Forderung der Nationalen Akademie der Wissenschaft, Leopoldina, für harte Maßnahmen vor Weihnachten. Die Suche nach Eisenmann und Klimamaßnahmen ist ergebnislos. Nur zum Schuleschwänzen hatte sie einiges zu sagen. Laut Eisenmann braucht es für den bevorstehenden Strukturwandel eine andere Handschrift, mehr Entscheidungslust und Mut. Konkrete Vorschläge dafür hat sie aber nicht. Winfried Kretschmann ist der erste grüne Ministerpräsident. In seiner Legislaturperiode wurde das viel kritisierte Polizeigesetz verabschiedet. Kretschmann gilt als Freund der Autoindustrie, obwohl er sich nicht für die nötige Verkehrswende einsetzt, die gerade die Industrie braucht. Im letzten Jahr forderte er sogar zusammen mit den Autokonzernen eine Abwrackprämie. Der sich selbst als konservativ bezeichnende Kretschmann wettert auch gerne mal gegen Menschen mit Fluchterfahrung und gendergerechte Sprache. Andreas Storch möchte eine 1,5-Grad-kompatible Politik mit sozialer Gerechtigkeit verbinden. Aber auch er nennt kein Zieljahr für Klimaneutralität. Er strebt eine schnelle Umstellung im Verkehr und in den Autokonzernen zum E-Auto an. Von konkreten Zielen spricht er aber nicht. Storch möchte der Wissenschaft zwar einen ordentlichen Platz einräumen, hat aber auch keinen konkreten Plan für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Die nächsten 5 Jahre entscheiden, ob wir das Pariser Klimaabkommen noch einhalten können. In deinem Wahlkreis, in unserem Bundesland, auf der Straße. Deswegen ist jetzt die Zeit, wählen zu gehen. Setze dein Kreuz für progressive Mehrheiten. Denn Klima wählt Gerechtigkeit.